Ja, das ist ein Sportage Modell 2019. Ja, nämlich mit einem Frontlicht, was sehr europäisch aussieht. Man kann es jetzt nicht so richtig sehen. Es hat vier kleine LEDs mit drin, die mich sehr an einen deutschen Sportwagenhersteller erinnern, der auch vier kleine LEDs hat, aber das ist eher Zufall. Ja, wir haben hier zwei Leute. Einmal den Udo, grüß dich. Hallo. Du bist aus Wallerfang. Ich bin aus Wallerfang, richtig. Ja, du kriegst das tolle neue Auto, oder? Ja, freue mich schon drauf. Der ist voll. Der hat alles drin, was es gibt. Alles, was Kia hat, sagt man mir. Warum Kia? Am günstigsten Angebot gemacht gekriegt hier und auch für mein Auto. Für den Gebrauchten. Für den Gebrauchten etwas Gutes geboten bekommen. Genau, der war 9 Jahre alt, es war ein Peugeot. Genau. Ihr habt ihn geliebt, oder? Genau, das war meiner Frau ihr Auto und sie hat sich schon ihr Herz dran gehangen, aber jetzt ist es halt eben neuer dran. So, deine Frau, sie heißt Annette, sie hat Rücken, richtig? Ganz schwer Rücken, jawohl. Ja, genau. Und das hier ist Auto, sie hat sich reingesetzt, sie hat den Sitz verstellt und hat gesagt, hey, das ist mal ein Sitz, den ich gebrauchen kann. Genau. Man sitzt höher. Den Sitz kann man in jegliche Lage verstellen und das war eigentlich eines der Entscheidungskriterien. So, jetzt ist, ich nehme an, das ist der erste Kia, den du hast, oder? Genau. So. Und, du hast gerade eben alles erklärt bekommen, ist nämlich noch jemand hier vom Autohaus Klein, den werden wir gleich mal vorstellen. Ist das nicht begeisternd, wie viel Auto man kriegt fürs Geld? Ja, das ist schon ein recht gutes Angebot, muss man sagen, ja. Sag mal, die 7-Jahre-Garantie, war das auch ein Thema für dich? Ohne weiteres, kriegt man fast nirgends. 150.000 Kilometer maximal. Richtig. Und das Ganze, also ich habe gerade eben noch mal ein bisschen gelunzt, also ein bisschen mal Mäuschen gespielt. Ihr habt gerade eben eine Einweisung bekommen. Haben die das gut gemacht? Richtig gut. Genau und ausführlich. Und man weiß, wenn man ins neue Auto einsteigt, wo man dran ist. Das ist wichtig. Er ist schick in schwarz, oder? Ja. Leder auch? Lederausstattung. Dicke Felgen, die sind schick, oder? Ja. Ja, ihr wart vorher bei einer deutschen Premium-Marke, muss man sagen. Ja, kann man sagen, ja. Ja, wir nennen jetzt nicht mal welche. Der hat Allradantrieb? Ja. So, wenn du mir einfach mal verrätst, was du ungefähr bezahlt hast, plus minus. Um die 30? Um die 30, kann man sagen, jawohl. Aber das ist jeden Cent wert? Jeden Cent, denke ich mir mal. Okay, das heißt, du holst ihn heute ab? Jetzt im Moment hole ich den ab, jawohl. So, ich habe dich eben überrascht. Muss sagen, du sagst das aus freien Stücken. Wir haben dich trotzdem zum Essen eingeladen, dich und deine Frau, damit du das mal machst. Ja. Toller Wagen. Schönes Auto, jawohl. EcoDynamics, ja. Genau. Ein 2-Liter Diesel ist drin, der hat richtig Dampf, oder? Ja, hat 185 PS. Okay. Auch hinten, wenn man so guckt, ja, das sieht alles ziemlich deutsch aus, oder? Ja, muss man sagen. Auch wenn es kein deutscher Wagen ist. Guck da, US, da ist er unten, US 400. Ja, EcoDynamics, ja. Erstmal vielen Dank, das heißt, du bereust es nicht? Nein, bis jetzt noch nicht. Wie waren die Leute nett hier? Sehr nett, muss man sagen. Ja, okay. Hab einen tollen Preis bekommen fürs alte Auto, die waren nett. Ich gehe mal kurz zum Junior. Erstmal vielen Dank, Udo. Dann viel Spaß auch bei deiner Frau, dass sie auch richtig bequem sitzt. Ja, ja. Es hat echt viele Funktionen, das Auto, oder? Ja, auf jeden Fall. Alles klar. Udo aus Wallerfang, danke. Ja, hier ist der Junior, grüß dich. Ja, du hast gerade eben eine Einweisung gemacht. Die Leute sind schon am Anfang ziemlich überfallen mit allem dem, was das Auto kann, oder? Das stimmt schon. Wir haben recht viel Ausstattung drin. Also ist die Platinum-Variante in dem Fall. Gibt hier also nichts mehr hinzuzuwählen über Pakete oder sonstiges. Genau, wir machen mal ganz kurz nur mal die Tür auf, dass wir mal reingucken. Das heißt, der ist voll? Der ist voll. Da gibt nichts mehr, oder? Da geht gar nichts mehr. Also wir haben alles, was man bei den restlichen Sportage-Modellen reinwählen kann, hier schon serienmäßig drin. Okay, das heißt, der hat natürlich einen Parkassistent, nehme ich an. Der hat nur Parksensoren. Der hat Parksensoren an der Seite mit drin, einen aktiven Spurhalter. Spurhalterassistent damit drin. Wir haben eine 360-Grad-Kamera mit Vogelperspektive. Ein Totenwinkelwarner ist drin, eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage, komplett voll elektrisch einstellbare Sitze. Was haben wir noch? Sitzheizung auf 4 Positionen. Wir haben eine Sitzbelüftung. Also alles, was das Herz begehrt. Alles, was Kia anbietet, alles, was das Herz begehrt. Ja, es ging ja nur mal so, die strahlenden Augen vom Udo mal reinzugucken. Wir machen noch mal ein extra Video, da machen wir mal Einweisungen in das Auto. Du hast eben eine Einweisung gemacht, ich war ganz begeistert am Rücksitz, was alles geht, was man alles kann, ja. Und erstmal vielen Dank. In welchem Auto sind wir? Im Autohaus Klein, hier in Saarlouis, in der Wallerfanger Straße 102. Ja, super. Ihr habt auch Toyota, muss man dazu sagen. Wenn einer jetzt ein Toyota-Logo sieht, ja, beides Kia und Toyota. Genau. Normal liefern wir in der Auslieferungshalle aus, die war jetzt leider voll, dementsprechend den Kia vom Toyota. Ihr verkauft viele Autos im Moment, gell? Ja, geht immer ein bisschen mehr. Alles klar, vielen Dank. Auto aus Klein in Saarlouis. Ja, Auslieferung des neuen Kia Sportage. Die Ausstattung ist Platinum. Da steht er.
Viel Spaß, Udo. Tschüss.